Die Energy Dragons sind bereit. Aufwärmen für das erste Rennen des Drachenboot-Festivals. Die Paddler der Stadtwerke Schwerin haben einen Titel zu verteidigen. Wir sind Titelverteidiger, die als Energy Dragons von den Stadtwerken Schwerin. Und hier, ich denke, dieses Jahr wird es deutlich schwerer. Ich weiß, dass zum Beispiel Stadtwerke Parchim mit einem starken Team hier ist. Und hier auch die Potsdamer habe ich schon gesehen, dass die richtig gute Paddler mit im Boot haben. Also es wird dieses Jahr kein Selbstläufer, die Titelverteidigung. Natürlich wollen wir ganz vorne dabei sein und vielleicht klappt es ja. Gut trainiert wurde auf jeden Fall. Der Energiecup ist traditionell der Auftakt für das große Drachenboot-Festival auf dem Pfaffenteich. Drei Läufe, sechs Mannschaften, 200 Meter Strecke. Die perfekte Einstimmung auf das größte Rennwochenende des Jahres. Wir haben heute im Energiecup 8 Teams im Start. Wir haben das Reglement ein klein wenig geändert. Bisher waren es ja nur Versorgungsunternehmen im engeren Sinne. Wir haben auch, weil wegen Paralleltermine von anderen Wettbewerben die Meldung etwas schwach waren, das geöffnet, also für nahe Bereiche wie öffentliche Verwaltung. Und deswegen sind wir sehr froh, dass die Stadtverwaltung Schwerin mit dem Team teilnimmt und auch ein Team aus Parchim, was sich aus Kollegen aus dem Bereich der Polizei und der öffentlichen Verwaltung zusammensetzt und die auch sehr einen leistungsstarken Eindruck machen. Das Team der Stadtverwaltung nahm die Einladung zum Energiecup gerne an. Verwaltungsfachangestellte Christi Nordhaus hatte bereits letztes Jahr dafür gesorgt, dass ihre Arbeitskollegen den Kugelschreiber gegen das Paddel tauschen. Also ich paddel aktiv noch in einem anderen Sportteam hier in Schwerin und habe mir dann einfach mal überlegt letztes Jahr, dass wir auch in der Stadtverwaltung was machen könnten. Gerade Business Race, wir sind in Schwerin auf dem Pfaffenteich, dann könnte die Stadtverwaltung Schwerin sich auch selber ein bisschen beteiligen. Hab mal bei uns im Kollegenkreis rumgefragt im Stadthaus und es haben sich Gott sei Dank genug Kollegen gefunden, sodass wir letztes Jahr das erste Mal gemeinsam trainiert haben und letztes Jahr auch das erste Mal hier am Business Race teilnehmen konnten. Der letzte Lauf. Das Team aus dem Stadthaus kann sich mit einer knappen Sekunde Vorsprung behaupten, wenn doch nur jeder Antrag so schnell bearbeitet werden würde. Es ist ein Traum. Keiner von uns hätte damit jemals gerechnet, dass wir hier heute so abrauchen. Wir freuen uns alle riesig. Der Energiecup. Jedes Mal auch ein Probelauf für das Drachenboot-Festival. Bot wieder die einzigartige Mischung aus Sport und Party rund um das Pfaffenteich-Stadion. Ein toller Vorgeschmack. Einen Blick hinter die Kulissen des Rennwochenendes sehen Sie ebenfalls hier auf TV Schwerin. Nach Schwerin. Tolles Team. Tolle Leistung. Herzlichen Glückwunsch. Euch natürlich auch.